hier sehen wir einen ganz normalen, herkömmlichen Laziser Funnel, ein Loch. Hier ist ein Tonkopf, Mehrloch. Dann geht es hier rüber. Wir haben zwei verschiedene Sorten, zwei Silikonköpfe. Einmal Mehrloch und einmal ein Loch. Dann haben wir hier von Sapphire den Hotshot RT. Und jetzt haben wir hier den legendären AT80 lasiert. So. Die Köpfe haben wirklich mehrere Unterschiede. Bei den hier nutzen wir wirklich den Razor. Bei den hier vorne benutzt man normalerweise den Lasiser Aufsatz. Jetzt können wir hier beide den ganz normalen Razor draufsetzen. Bei den Hotshot RT wird es ein bisschen Probleme geben, weil der halt ein bisschen ausrutschen würde. Ja, aber sitzen tut er. Der Aufsatz passt aber auch hier drauf. Wenn man hier ein bisschen drauf drückt, dann sitzt er auch. Man könnte jetzt auch jeden einzelnen von denen mit Alufolie rauchen. Bei den Hotshot RT könnte man jetzt normalerweise hingehen, ein American Setup, ein Overpacking, die haben hier einen richtig schönen breiten Rand, so dass man halt die Kohle auf den Rand setzen kann. Das ist richtig schön, er passt sehr, sehr wenig Tabak rein. Man könnte jetzt hingehen, zwei Alufolie richtig schön voll aufpacken und dann die Kohle hier draufsetzen. Bei den AT80 sieht man hier, dass die Löcher halt wirklich nicht wie jeder andere Kopf die Löcher unten hat, sondern der hat die hier oben an den Seiten. Wenn man den Tabak hier hineinfühlt, dann zieht man ja die Hitze, die steigt hier automatisch ein bisschen nach oben. Und deswegen gelingt, wenn die Hitze nach oben steigt, zieht man die halt nach aus den Außenseiten, also aus den Seitenwänden. Ja? Und hier läuft die Molasse ja nicht mehr aus, weil man hat hier unten eine Einkerbung, wie eine Wanne, sagt man so schön. So, ein Einlochkopf. Wenn man den raucht, man sagt ja normalerweise, wenn man den hier drauf setzt, dann zieht man Luft von hier oben direkt durch den Loch nach unten. Richtig. Bei den Razor hat man die Löcher hier an den Seiten. Das sieht man so schön. Und hier unten hat man eine Einkerbung. Und hier sollte normalerweise der Kontakt von dem Tabak sein. Den hier drauf zu setzen. Und dann zieht man die Hitze von außen nach innen um den Tabak rum. Und dann gelangt es durch den Einlochkopf. So, weiter geht's. Bei den Köpfen haben wir auch einen Vorteil. Die haben hier außen eine Einkerbung und ein Mehrloch. Hierbei können wir normalerweise den Aufsatz hier ohne Probleme draufsetzen. So, jetzt gehen wir mal zum Mehrloch. Hierbei würde ich wirklich sagen, es ist ein normaler Naturtonkopf, ist ein neutraler Tonkopf. Den Tabak ganz normal reinsetzen, einen Aufsatz drüber und fertig ist die ganze Operation. Beim Einloch von lasierten Köpfen kann man halt wirklich ganz normal den Tabak außenrum reinlegen. Die Prozedur ist genauso wie bei den normalen Funnel vom Silikon. Dann zieht man halt die Hitze von außen, die gelangt hier unten, dann zieht man die hier rein und in die Wasserpfeife und durch geht's. So, bei dem Kopf, bei dem Kopf, bei dem Kopf und bei dem Kopf könnte man normalerweise hingehen, Steine mit rauchen, Squeeze damit rauchen. Squeeze ist diese Paste und einen ganz normalen Tabak. Bei den beiden kann man leider Gottes nur normalen Tabak rauchen. Weil, wenn man jetzt hier Steine reinlegen würde, bei den beiden, würden die halt die Löcher zumachen. Und Squeeze würde hierbei auch nicht funktionieren. Und deswegen sind die hier dafür optimal gedacht, weil überall halt eine Einkerbung ist, man sieht es jetzt, eine Einkerbung ist für Steine, damit die halt nicht durchrutschen, irgendwo in den Löcher hier rein. Ansonsten wisst ihr Bescheid, kommt hier rein oder guckt euch die weiteren Videos von mir an, wie man die richtig baut.
Ansonsten bedanke ich mich recht herzlich bei jedem Zuschauer. Wünsche euch allen noch einen schöne Feiertage und abonnieren nicht vergessen unseren Channel. Peace.